Das heißt, letztlich mit dem Hilfsmittel Form und Glätten komme ich dann später idealerweise zu diesem Ergebnis. Ja, das ist eigentlich so mein Wunsch, dass ich nachher dieses Ergebnis erhalte. Es dann einfach diese klar getrennten Konturen hat. Und ja, da braucht man einfach ein bisschen Zeit dazu. Ja, das geht nicht anders. Das kopiere ich mir mal jetzt kurz rüber. Und machen wir das auf die neue Seite mit dazu. So. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, es jederzeit noch einzufärben. Und zwar, das kann ich mit dem Hilfsmittel intelligente Füllung nennt sich das Ganze machen. Ich kann hier oben meine Farbe auswählen, die ich benötige, und kann dann hier reinklicken und Coral erkennt automatisch sozusagen das Objekt, also sprich die Begrenzungen, und macht mir dann hier auch direkt ein neues Element. Auch hier wieder der Blick ins Unlock-Fenster Objekte. Hier erhalte ich direkt zusätzlich eben diese neuen Kurvenelemente, mit denen ich dann später auch arbeiten kann. Ja, möchte ich noch eine andere Farbe machen, dann gehe ich natürlich hier wieder rein auf die intelligente Füllung, sage dann, hey, ich brauche jetzt hier noch ein Orange und klicke dann hier rein und kann mir dann diese Teilchen hier füllen. Und wie gesagt, CorelDRAW erstellt mir hier automatisch Kurvenvektorelemente, die exakt reinpassen. Und da kann ich dann meine Vektorgrafik eben sehr, sehr individuell und sehr, sehr schnell nachbearbeiten, bis es eben das perfekte Ergebnis hat.